Liebe Freunde, hier ist euer Steinballen. Ich schaue hier ganz gespannt mal zu, wie die LKWs hier über unsere Brücke fahren zum Industriegebiet, denn das ist so ein bisschen unser Thema, dass Waren nicht ausreichend schnell abgeholt werden. Deswegen gucke ich mal, was hier passiert. Die fahren Sägewerk, Schiffswerft. Was bringt der? Milch bringt der. Zur Hafenanlage. Okay, warte mal. Mais zur Plastikfabrik. Auch zur Hafenanlage. Ja, da haben wir jetzt schon ein erstes Problem und ich weiß genau, warum das passiert. Der Grund, warum das passiert, deswegen ist es vielleicht gar nicht so toll gewesen, dass wir die abgerissen haben, ist, dass hier an dieser Hafenanlage, und ich mache mal Stopp, bevor das Ding hier reinfährt, wir zum Beispiel, wir haben viel zu viel Milch, wir haben viel zu viel Fleisch, wir haben viel zu viel Wolle, wir haben viel zu viel Felle. Und wenn das hier voll ist, werden die überall hingefahren, wo noch Platz... Was war das eben? Egal. Werden überall hingefahren, wo noch Platz ist. Und das heißt jetzt hier hinten. Und das blockiert natürlich enorm die Transportkapazität. Deshalb werde ich jetzt mittelfristig, werden wir noch Betriebe bauen, die das verarbeiten. Kurzfristig werden wir Folgendes machen. Wir werden den Handel freigeben, damit das endlich leer wird und die nicht mehr so weit fahren müssen. Und deshalb sortieren wir das hier nochmal nach Preis und geben frei die Felle. Wir geben frei die... Was war es denn noch? Wir geben frei die Milch, die Wolle und irgendwas war es noch. Fleisch hatten wir auch noch so viel. Ja, damit das endlich mal rauskommt aus unseren Beständen. Mal gucken, ob es jetzt klappt. Wenn er jetzt ranfährt, dann müsste das weg sein. Felle, hatte ich Felle auch mit? Ich denke ja. Na komm, du leg schon mal an. Müssen wir auch einen ordentlichen kleinen Zusatzverdienst kriegen. Und da fährt er hinein. Ja, 143.000 und wir sehen, von diesen ganzen Produkten ist alles jetzt verkauft worden. Sehr schön. Und damit sollten die Transportfahrzeuge jetzt wieder einen kürzeren Fahrtweg haben. So, wir haben hier zwei neue Gebäude gehabt. Die müssen wir auch noch wieder einrichten. Interaktive Bildung werden wir hier haben. Bei der Polizeiwache werden wir hier maximieren natürlich und eine zweite Schicht noch einstellen. Hervorragend. Und beim neuen Transportbüro haben wir auch noch nicht maximiert. Und die zweite Schicht ist auch noch, muss hier auch noch hin. So weit, so gut erstmal. Ja, ich denke, wir kriegen das ökonomisch wieder hin. Ich bin da optimistisch. Bei der Forschung. Wir forschen hier Unsinn. Ich habe da irgendwie wild irgendwas geklickt. Das brauchen wir alles nicht. Wir lassen das mal hier durchlaufen. Was ist das hier? Glühbirnen verbieten. Vielleicht brauchen wir das irgendwann mal. Vielleicht brauchen wir das. Ich weiß es nicht. Ansonsten werden wir jetzt mal Wissenspunkte danach aufsparen, um ein schönes Raumfahrtprogramm zu finanzieren. Das, glaube ich, sollten wir in Preussico auf jeden Fall auch machen. Und wir werden das natürlich aus Prestigegründen machen, nicht um irgendwie Geld zu verdienen. So weit, so gut erstmal. Jetzt möchte ich mal gerne gucken, was haben wir eigentlich für eine Netzwerkbilanz? Plus 816, das ist ja der Hammer. Das ist ja wirklich viel. Ja. Das heißt, wir können eigentlich jetzt etwas machen, was ich lange mich gescheut habe. Wir können, glaube ich, jetzt bei diesen Mietskasernen, die wir hier haben, können wir die Elektrifizierung durchführen. Und 512 sind das nur bei 16 Gebäuden. Ja, warum nicht? Sehr schön. Das müsste einen richtigen Schub geben jetzt hier in Richtung Effizienz. Und damit auch in Richtung Wohnzufriedenheit. Ja, ist wahrscheinlich noch nicht. Ja, ist auf 77 gestiegen. Ich glaube, wir waren bei 75. Bin mir nicht ganz sicher. Oder vielleicht sogar noch weiter runter. Das ist soweit ein schönes Ergebnis. Okay, alles klar. Soweit, so gut. Soweit dazu. Dann machen wir jetzt Folgendes. Jetzt gehen wir diese mal wieder etwas nervige Bus-Sache an. Und wir werden das jetzt folgendermaßen machen. Wir werden uns jetzt angucken, welche Buslinien enden hier im Bereich, wo wir auch U-Bahn haben. Und diese Gebäude werden wir einfach abreißen, damit wir erstmal einen Überblick gewinnen. Hier haben wir eine Bushaltestelle, die gehört zu diesem Gebäude hier. Wird abgerissen. Dann hatten wir hier eine Bushaltestelle, habe ich gesehen. Die gehört zu dem Gebäude. Wird abgerissen.
Dann hatten wir hier eine Bushaltestelle. Ah, da sind sogar Passagiere drin. Das macht mich natürlich ein bisschen nervös, dass das doch genutzt wird. Aber vielleicht auch nur, weil wir hier keine U-Bahn haben. Ja, der arbeitet nämlich in der Busgarage. Das ist genau das, was ich eigentlich hiermit erreichen wollte. Ich hoffe, Wisst ihr was? Diese eine Bushaltestelle, die bewahre ich mir hier, weil die ist wichtig. Die bringt die Busfahrer zu ihrer Busgarage, witzigerweise. Wenn wir die wegnehmen, könnte das wirklich kritisch werden. Um jetzt gleich mal eine Alternative zu schaffen, brauchen wir... Was? Sind die schon wieder Rebellen unterwegs? Oh nein, in Richtung Nachtclub, ne? Oh, wir kennen das schon. Da kommen sie. Die zünden mit Sicherheit wieder dieses blöde... Ja, und unser Fighter kommt zu spät, oder? Ja, tatsächlich. Er fütet schon wieder. Da kommt er, etwas zu spät. Und auch die Bombe war nicht sehr zielsicher. Zwei haben noch weiter überlegt. Was macht die Polizeistation? Die macht dagegen vermutlich überhaupt nichts. Wir müssen noch... Es gibt noch weitere Mittel, die wir vielleicht anwenden können. Wo war ich? Ich war beim Thema Bus und bei dem Thema U-Bahn-Station. Wir gucken uns jetzt mal an, wie sieht es denn eigentlich aus? Das war falsch. Hier wollte ich gucken. Wo haben wir hier U-Bahn-Station? Dort, dort, dort und dort. Ja, ich denke, ich werde noch eine in diesem Bereich platzieren. Zum Beispiel, damit die Busfahrer hier hinkommen können. Mache ich das mal. Und setze die direkt hier auf die Ecke. So, wir machen trotzdem weiter. Wo gab es noch Stationen, die wir vielleicht nicht haben wollten? Buslinien. Die will ich lassen. Ansonsten ist hier zumindest nichts Rotes zu sehen. So, da auf der anderen Seite ja auch U-Bahn fahren, bin ich der Meinung, dass wir auch diese Station... Wir gucken mal. Schaut mal, hier stehen total viele Leute. Ach. Ich kann die Station nicht wegnehmen. Es geht nicht. Wir brauchen die. Die U-Bahn werden irgendwie nicht so gut benutzt wie die Busse, oder? Der Bus ist total voll. Das geht nicht. Also der Plan, wir brauchen die Bus. Wir brauchen die Bus. Busgaragen. Also die Idee, komplett auf U-Bahn umzusteigen, funktioniert meines Erachtens nicht. Zumal jede U-Bahn-Station mehr, die wir bauen, die Effizienz wiederum senkt. Insofern haben wir nur ein bisschen was gewonnen. Also ich sag mal, da wo wir es jetzt gemacht haben, ist es glaube ich okay. Aber drüben, da gerade da, wo die Fabriken sind, da will ich das nicht riskieren. Hier könnte man zum Beispiel, was ist hier zum Beispiel? Hier ist auch eine Bushaltestelle. Ist der Bus voll? 5 Leute. Ne, das würde ich nicht als voll bezeichnen. Wo fährst du jetzt hin? Wo ist die Station? Das ist nur die Kreuzung. Hier hinten ist die Station. Da warten auch nicht so viele. Ich glaube, das können wir abreißen. Das ist okay. Wo ist das dazugehörige Gebäude? Hier. Das kann auch weg. So. So weit, so gut. Und jetzt... Jetzt machen wir noch Folgendes. Jetzt müssten wir eigentlich, um es jetzt richtig schick zu machen, müssten wir jetzt 2 Gebäude umsetzen, die wir hier zum Beispiel... nicht haben wollen. Dieses hier. Da will ich dann lieber Wohnraum schaffen. Diese müsste eigentlich hier hin. Und wir müssen uns jetzt bloß merken, wo die Station gestanden haben. Welche ist das denn jetzt? Toll, dass mir das so gut angezeigt wird. Ist es diese hier gewesen? Kann ich helfen? Tatsächlich. Okay, also die erste Station dort beim U-Bahn. Ha! Habe ich jemanden da umsteigen gesehen? Habe ich jemanden umsteigen gesehen von... Kann ich helfen? Von... Bus zum U-Bahn. Das müsste, würde ich auch mal gerne beobachten, ob diese Aussage stimmt, die dort jemand sagte. Also warte mal, hier kommt jemand raus. Ich hätte ein das Kind. Nicht essen sollen. Was macht die jetzt? Na, okay, Moment. Man müsste mal beobachten, ob jemand aussteigt hier aus den Bussen und dann direkt in eine U-Bahn-Station geht. Dann hätten wir den Beweis, dass sie umsteigen, dass sie doch umsteigen, dass sie doch nicht so blöd sind, unsere Preußikaner. Jetzt kommt da ein Bus. Wir beobachten ihn mal. Er fährt dorthin und da steigen eine Menge Leute aus. Wir sehen das hier, ne? Die steigen da aus. Und diese Dame, die ist hundertprozentig aus
Die ist hundertprozentig aus dem Bus ausgestiegen und sie geht in die U-Bahn-Station. Ha! Der Beweis ist vollbracht. Insofern ist hier unser Zopp. Schaut mal, die gehen alle vom Bus in die U-Bahn-Station. Alle! Von wegen! Also wer das gesagt hat, der muss jetzt seinen Kopf in den Sand stecken. Der muss sich jetzt so richtig in den Staub werfen vor mir. Der diesen großartigen Platz kritisiert hat. Mit einem vermeintlichen Kennertum. Nein, Leute, es funktioniert. Es funktioniert genau so, wie erwünscht. Dennoch werden wir das jetzt umsetzen. Dazu muss ich jetzt aber erstmal finden, wo das Ding hinfährt. Da, okay, alles klar. Das müssen wir nämlich leider neu positionieren. Also, das reißen wir ab. Und dann passt mir... Ja, was? Das können wir noch wegnehmen. Neues genetisch manipuliertes Getreide ist der Knaller auf den benachbarten Inseln. Ach, ich glaube, das reicht erstmal. Da haben wir schon ganz gut Platz geschafft. Wir lieben es, jedes Jahr für Saatgut zu zahlen. So, hier haben wir sogar noch ein bisschen Luft. Wofür auch immer. Setzen wir das neu dahin. Und weil wir das umsetzen, dürfen wir ausnahmsweise mal wieder schneller Bau machen. Das mache ich immer für Umsatzprojekte. Und das maximieren wir. Elektrische Busse werden eingeführt. Haben wir überall schon elektrische Busse? Nein! Ach, das benötigt auch nur... Ach, das macht auch nur Umweltverschmutzung weg. Verdammt, ich kann es nicht mehr wegmachen. Einen elektrischen Bus. Der muss jetzt fahren, ist halt so. Was wollte ich machen? Ich wollte jetzt hier neu die Haltestellen definieren. Und die Starthaltestelle kommt dorthin. Und die Endhaltestelle kommt hier hinten hin. Hier war sie irgendwo, wenn ich mich recht entsinne. Gut, dann haben wir zumindest hier einmal ein bisschen Platz geschaffen. So, jetzt gucken wir mal auf unsere Statistik. Wie sieht es jetzt aus mit den Arbeitslosen? 20. Ich habe das Gefühl, wir müssen mal wieder ein paar Leute retten. Wir retten im Moment nur Gebildete. Und machen diese Kommandogeschichte. Ich tendiere fast dazu, dass wir das mal beenden. Mit den Gebildeten. Können wir das mal abbrechen? Kann ich irgendwie nicht abbrechen. Diesen Überfall nicht wiederholen. Ah, mit Schiff kann ich das beenden. Alles klar. Nämlich, dann werden wir was Neues machen. Wir werden jetzt mal wieder viele retten. Und das machen wir dann mal mit Wiederholung. Das ist, glaube ich, okay. Ja. Beobachtung, glaube ich, brauchen wir nicht. So weit, so gut. Sehr schön. Gut, jetzt mal ein bisschen was Neues und Konstruktives. Wir werden jetzt mal noch was für unsere Sicherheit tun. Nämlich, was sehr schön ist, was es hier gibt. Wir können nämlich, wo haben wir die staatlichen Sachen? Wir können nämlich einen Polizeizeppelin-Anlage bauen. Eine mobile Polizeiwache. Das ist doch toll, oder? Jetzt müssen wir mal gucken, wie groß das Ganze ist. Das ist nicht allzu groß, aber wir wollen das, würde ich mal sagen, nicht ins Zentrum packen, weil es ist auch absolut nicht nötig. Wir können das, ich glaube, ich weiß nicht genau, wie es funktioniert, aber ich stelle mir das so vor, dass der Zeppelin dann einfach dahin fliegt, wo wir ihn haben wollen. Was ist hier los? Wir haben keinen Strom. Wir haben hier keinen Strom. Was ist denn hier los? Keine Elektrizität? Was haben wir hier gemacht, Leute? Unsere Netzwerksbilanz liegt bei plus 244. Hier stimmt was nicht. Wir müssen uns kümmern. Wo ist Strom? Elektrizität. Ha! Hä? Ah, wisst ihr was? Durch die Verlegung von diesem, von dort nach dort, haben wir hier einen wichtigen Bereich vom Strom abgekapselt. Das ist doch unfassbar, was man alles bedenken muss, liebe Leute. Was man alles bedenken muss. Dann machen wir noch ein Umspannwerk. Hier ist es natürlich mega hässlich, aber Gott. Muss halt sein, ne? Ich meine, wir könnten es auch hier hin machen. Würde auch gehen. Das würde ja dann, scheint ja locker zu reichen in diese Richtung. Also lass das hier hinbauen. Wir wollen das Hässliche nicht im Regierungsviertel haben. So, ich war aber irgendwas stehen geblieben. Richtig, ich wollte so ein Zeppelin-Ding bauen. Und ich würde sagen, das bauen wir hier hinten mit dran. Warum nicht? Klar. Staat. Staatliche Maßnahmen. Mobile Polizeiwache. Bin echt gespannt. Wie rum machen wir das? Wir machen es mal ausnahmsweise so rum. Weil das soll ja auch wegfliegen, das fliegt ja sonst hinter, gegen die Gebäude dahinter, das wollen wir auch nicht. Also, hier kann das hin. Sehr, sehr schön. Was gibt es hier politisch zu klären? Einiges. Wir können loben wieder. Loben.
damit wir bessere Verträge bekommen, Handelsverträge. Nee, das geht nicht. Und die Leute uns nicht immer zu ärgern hier mit irgendwelchen Forderungen. Gut, so. Dann das nächste, was wir durchaus tun können. Wir können nämlich hier beim Thema Wohnen moderne Villen freischalten. Wir werden jetzt mal die Blaupause kaufen und ich gucke mal, ob es möglich ist, jetzt diese Geschichten einfach so wie gewohnt abzugraden. Ja, können wir. Hervorragend, beziehungsweise wir können das gleich mit allen machen. Ne? Ja. Wunderbar. Überall moderne Villen. Oh, das sieht ja großartig aus. Warum wir... Hä? Ah. Da muss der Strom sein und dafür muss das hier erstmal gebaut werden. Hä? Das ist doch gebaut. Die Netzwerkbilanz stimmt nicht. Das hat möglicherweise gar nichts damit zu tun. Minus 111. Oha. Können unsere Kraftwerke mehr leisten? Das haben wir schon auf Maximum. Das noch nicht. Jetzt sind wir bei 145. Sehr schön. Haben wir hier noch Reserven? Nee. Okay, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Wir sind wieder bei... Wir sind bei plus 145 Netzwerkbilanz. Schaut mal. Großartig. Sehr, sehr gut. Und... Wir wollen die auch noch umbauen. Nicht vergessen. Benötigt Verbesserung Elektro... Ach so, erstmal das hier. Alles klar. Und dann der Umbau. Jetzt verstehe ich. Gut, was ändert sich denn eigentlich durch die moderne Villa? Reiche können weiterhin nur dort wohnen. Und wir können auch nichts großartig einstellen. Aber, naja. Sie fühlen sich wahrscheinlich noch wohler als jetzt schon. So, und was machen wir jetzt hier mit dem Zeppelin? Ach, schaut mal, wir können den bewegen oder eine Patrouille. Das ist ja cool. Wählen Sie einen Ort, um den Polizeizeppelin zwischen diesem und dem aktuellen Standort patrouillieren zu lassen. Oder wir können ihn einfach... Ah, wir können ihn erstmal... Oh Leute, das ist ja großartig. Das heißt, wir können jetzt die Hotspots so abdecken. Und wir müssen mal wieder hier kurz die Müllhalde auffüllen. Für 10.000. Ja, dann lasst uns mal gucken, wo ist denn die größte Kriminalität hier bei uns? Na? Hallo? Sicherheit. Ich suche mal Kriminalität. Wir haben überhaupt keine Sicherheitsprobleme. Na gut, dort die Hafenanlagen. Ah, die U-Bahn-Station. Hier sieht es auch nicht so doll aus. Ja, das sind überall die U-Bahn-Stationen, die Ärger machen. Und natürlich in der Fabrikanlage ist auch nicht so schön. Pass mal auf, wir machen das so. Wir werden jetzt eine Patrouille machen, immer von dort irgendwie hier rüber. Den Standort bestimmen wir ja noch. Aber erstmal fliegt bitte dorthin. Also Zeppelin bewegen. Nach hier. Und jetzt fliegt er jetzt los. Oh, sehr cool. Begeistert. Hinten das Feuerwerk, denn heute ist Feuerwerk, sei schon Feuerwerk. Feuerwerk ist vielleicht auch. Heute ist Tropicos Nationalfeiertag. Sehr, sehr schön. Und jetzt keine Forschung mehr, aber wir brauchen Wissensproduktion, Wissenspunkte für das Projekt hier. Können wir das schon mal irgendwie anwählen und reservieren? Nee, wir müssen warten, bis wir die 5000 zusammen haben. Das ist schade. Okay, also Zeppelin, das braucht seine Zeit. Kein Problem. Jetzt können wir mal überlegen, jetzt gehen wir mal das Thema Wohnraum an. Beziehungsweise fangen damit an. Wie sieht es denn aus aktuell, die Lage? Wir haben 52 obdachlose Familien. Davon die meisten gut situiert. Das heißt, die meisten können in den Apartments wohnen. Wir haben gesagt, wir wollen die Altstadt nicht verschandeln. Aber ich denke, hier so am Rande der Altstadt kann man das schon mal machen mit den Apartments, ne? Müssen wir einfach machen, geht nicht anders. Und wir haben immer noch die Aufgabe Büro bauen, das sollten wir auch mal machen. Also, lasst uns jetzt ein modernes Apartment hier platzieren, vielleicht sogar zwei. Ja, das machen wir. Schon ein bisschen für die Zukunft gedacht und gebaut. Und dann, denke ich, sollten wir tatsächlich noch dieses Büro platzieren. Wo ist denn das hier nochmal? Ah, das ist hier hinten irgendwo, Unterhaltung. Billighotel, das ist alles Tourismus. Dienstleistung ist es auch nicht. Mensch. Oh, und was haben wir denn hier noch? Feines. Drohnenkommandozentrale.
entsenden sie Drohnen, um ausländische Spione, Rebellen und Kriminelle zu liquidieren. Das klingt ja richtig gut. Und ein Verteidigungshauptquartier, das müssen wir auch noch alles bauen. Oh mein Gott. Hier, das ist das Büro, was ich haben wollte. Generiert Gewinn basierend auf der Anzahl aller Arbeiter in Tropico. Das klingt doch super. Das brauchen wir dringend. Und ich würde sagen, das machen wir so am Rande der Stadt. Und dann will ich eigentlich nicht mehr mit Hochhäusern hier weitergehen. Aber ich denke, das ist noch hier ganz gut platziert. Schön. Das sind jetzt, glaube ich, gleich ein paar schöne Fortschritte. Wir müssen bloß aufpassen mit dem Strom. Ich denke, das nächste, was wir angehen müssen, wir müssen mehr Strom produzieren. Und da werde ich tatsächlich mal, weil das wir noch, das haben wir noch gar nicht, in Solaranlagen investieren oder in weitere Windkraftanlagen, wobei das wieder die Konservativen total fertig macht. Und dabei haben wir gerade so eine schöne Unterstützung. So, wir schauen aber nochmal zu, wie hier wunderbar gebaut wird. Erstes Bürogebäude ist am Start. Sehr schön, ist auch komplett, Büro sage ich schon, Apartment, komplett belegt. So stelle ich mir das vor. Innenstadtnah, das wünschen die Leute. Und jetzt beginnt der Bau des nächsten. Wir haben schon wieder Energieknappheit. Wie, es fehlen 200 Megawatt. Das kann doch nicht sein. Das ist doch fake. Das stimmt nicht. Wir haben plus 71. Was vermelden da die Nachrichten? Sabotage. Okay. Alter. Auch voll. Wahnsinn. Die Leute sind so scharf darauf. Das investieren wir natürlich auch. Und da müssten wir eigentlich jetzt minus 30. Müssen wir jetzt wieder 90 mehr haben in der Netzwerkbilanz. Naja, plus 111. So, und jetzt noch das Bürogebäude. Und damit diesen Auftrag erfüllt. Freuen sich die Kapitalisten und wir nehmen Geld an. Ich bin mal gespannt, wie das funktioniert. Anzahl der Arbeiter. Ich meinte, hallo? Wir haben so viele Arbeiter. Es ist ein Vergnügen, mit Ihnen Geschäfte zu machen, Präsidente. Mit nur etwas Magie kann ich Ihnen das Zehnfache zurückzahlen. Ja, das ist wirklich Magie und wir nehmen mal plus 5 Ruf bei Kapitalisten und gucken uns das mal näher an. Also, Firmengeschäft können wir einstellen. Das Büro generiert bei Basiseffizienz 2 pro arbeitenden Bürger. Konsumenten. 2 pro Familie in Wohngebäuden. Ausgenommen Hütten. Dienstsache. 5 pro Mitarbeiter in Regierungs- und Finanzgebäuden. 0,75 pro Bürger, der sich an der konservativen Fraktion erordnet. 0, ja, aber Leute, arbeitende Bürger, das ist doch, also jetzt mal rein kommerziell betrachtet, ist doch das die große Mehrheit der Leute, oder was? Was ist Jobs besetzt. Wir haben 961 Arbeitende. Das ist doch Wahnsinn. Alles andere wäre, also das ist wirklich, das ist alles andere wäre doch Wahnsinn, das nicht zu machen. Und wie, was bedeutet die Effizienz? Effizienz bestimmt die Generierungsrate von Profit. Mehrere Büros, die im gleichen Arbeitsmodus ausgeführt werden, führen zu geringeren Renditen. Ah, jetzt verstehe ich. Man kann mehrere Büros bauen und die dann alle in anderen Arbeitsmodus versetzen. Ich verstehe. Sehr cool. Wasserspender nehmen wir. Und was bringt es jetzt, wenn ich das maximiere? Höhere Renditen, hoffe ich. Jo, Leute, wir sind... Was? Die Supermacht USA versorgt die Rebellen mit Männern und Material? Ich fasse es nicht. Wir müssen da irgendwas mal gegen tun, gegen diese verdammte Supermacht. Können wir sie verbannen? Ich weiß nicht, kann sie das dann nicht mehr tun? Ich bin mir nicht sicher, ob das das ausschließt. Und ich sehe schon, wir haben ja schon wieder nicht niemanden im Innenministerium. So, dann nehmen wir wieder einen Konservativen. Und schon wieder was. Ich bin der Broker. Ach, Schluss. Schon wieder was hier. Außenministerium nicht besetzt. Da hatten wir, glaube ich... den Industriellen. Gut. Okay. So, jetzt sind wir aber wirtschaftlich, glaube ich, wieder sehr, sehr solide aufgestellt. Wir gucken uns jetzt nochmal an, wie das dann mit den ganzen Materialien aussieht. Oder das gucke ich mir mal auf Cam an, ob da jetzt noch Handlungsbedarf ist. Was Transport betrifft, im Moment scheint ja alles zu arbeiten. Außer hier diese Zigarrenfabrik. Die andere, oh, schaut mal, die haben wir hier noch gar nicht aufgerüstet. Aber wenn der Tabak eh nicht da ist,
Also wir haben definitiv zu wenig Tabak für diese Zigarrenfabriken. Möglicherweise haben wir zu viel Mais. Das können wir uns hier nochmal anschauen, ob hier Mais überlagert wird. Hier nicht. Oder verkaufen wir Mais schon? Wenn das nicht der Fall ist, dann haben wir nicht zu viel Mais, weil dann wird es ja irgendwo gebraucht, ne? Aber, ja, ich glaube, also Mais brauchen wir vor allem hier in den Mastbetrieben. Da haben wir 2000, 2000, 2000, 1000, 1000, 3000. Ich glaube, das mit dem Mais ist in Ordnung. Und wie sieht es hier aus in der Plastikfabrik? Das ist nochmal wichtig. Plastikfabrik 1200. Ja, das ist jetzt nicht so übermäßig. Ja, dann werde ich vermutlich nochmal zwei neue Tabakfabriken oder sowas hier hinbauen. Ja, ist wahrscheinlich das Beste. Damit wir hier unsere traditionelle Zigarrenproduktion wieder ordentlich starten können. Wir haben nur noch 16 arbeitslose Bürger. Wie sieht es aus mit der Zufriedenheit? Arbeitszufriedenheit ist leicht gestiegen, müssen doch noch andere Faktoren eine Rolle spielen. Glaube sind wir noch nicht angegangen, das müssen wir noch machen. Aber Wohnen ist jetzt fantastisch, Gesundheit auch. Sieht ganz gut aus, würde ich sagen. Und die Leute mit 84% sind absolut auf unserer Seite. Und mit diesen guten Nachrichten beenden wir dann erstmal wieder diese Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut, euer Steinmeier.